Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute schauen wir uns mal an, was wir wirklich brauchen, um die innere Balance entweder hineinzukommen und diese zu halten und dann natürlich auch unsere Kraftreserven anzuzapfen. Das heißt, dass wir Heilungsenergie zum Beispiel aktivieren können oder wirklich uns in eine Schwingung und Stimmung bringen können, die man wirklich braucht. Die Zeiten sind ja sehr turbulent, es geht rauf und runter und es ist immer wieder eine ganz enorme, ganz schnelle Bewegung und deshalb schauen wir einfach mal, wie wir mit dieser Meditation uns unterstützen können. Also ich lade dich gleich mal dazu ein, schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug erlaube dir mal ruhiger und entspannter zu werden. Und ich lade dich jetzt mal ein Bild vor dir zu visualisieren, und zwar das Bild einer Waage. Ja, so eine alte Küchenwaage mit zwei Waagschalen. Und du schaust jetzt einfach einmal, dass diese Waage dein Inneres symbolisiert. Und erlaube dir mal, so eine Waage, die dein Inneres symbolisiert, dir vorzustellen. Und dann schau dir mal diese Waagschalen an. Sind die ausgeglichen? Oder hängt die rechte oder linke Waagschale mehr runter als die andere? Und beobachte einfach mal dieses Bild. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Waagschalen nicht ausgeglichen sind, dann können wir jetzt daran arbeiten, dass du deine innere Balance findest. Und zwar mit dieser Waage. Zuerst einmal erlaube dir mal, von der Waagschale, die etwas tiefer wiegt als die andere, alles zu entfernen, was nicht zu dir gehört. Das heißt, sämtliche Gedanken, Gefühle, Aufgaben, die du übernommen hast, auch Familienthemen, die dich belasten, räumen wir jetzt aus dieser Waagschale mal raus. Das heißt, das sind Prägungen deines Umfelds, gesellschaftliche Prägungen, alles, was dazu beiträgt, dass du nicht in Balance bist. Schauen wir jetzt mal, dass wir hier rausarbeiten. Und du kannst dir das vorstellen, dass du das wirklich aus dieser einen Waagschale rausnimmst, diese Energie. Und dann betrachtest du sie nochmal. Und erlaubst dir wirklich, dass diese Energie wie abgesaugt wird. Also entweder du gibst sie nach oben ab oder nach unten in die Erde. Dass sie sich reinigt und geheilt wird. Und wenn du das Gefühl hast, dass da die Energie ein bisschen zähflüssiger ist, ein bisschen dichter ist, dann lade ich dich mal ein, wirklich so Heilung annehmen und zulassen, da einfach mal einfließen zu lassen. Also Heilung annehmen und Heilung zulassen. Und lösen von alten Beeinflussungen. Heilung annehmen, Heilung zulassen und lösen von alten Beeinflussungen. Und nun schau mal, ob sich da schon mal diese Waage im Gesamten verändert. Also wird da jetzt, gleicht sich da jetzt schon was mehr aus oder ändert sich da was? Und vielleicht hast du auch das Gefühl, dass die andere Waagschale jetzt schwerer wird als die, an der du gearbeitet hast. Das ist völlig okay. Es ist ein Prozess, um in deine Balance zu kommen. Wenn du das Gefühl hast, dass die eine Waagschale jetzt mal passt, mit der du begonnen hast, dann wende dich jetzt mal der anderen Waagschale zu. Und schau da auch noch mal, was braucht es denn da?
Und aus dieser Waagschale nehmen wir jetzt mal sämtliche Ängste und Sorgen und vor allem inneres Drama raus. Also alles, was sehr aufregend ist für dich. Vielleicht bist du eifersüchtig, vielleicht hast du Zukunftsängste. Also deine Gefühle und deine Gedanken, die dich belasten und die dich aus der Balance bringen, die bearbeiten wir da jetzt und schauen wir, dass wir die rauskriegen. Okay? So. Und das machen wir wieder so. Wir nehmen aus der Waagschale sämtliche Gefühle und Gedanken, die dich aus deiner Mitte bringen. Sämtliche Ängste und Sorgen, die dich aus deiner Mitte bringen, transformieren wir mal, gehen wir nach oben ab. Sehr gut. Und nun erlaube dir auch noch einmal, diese Waagschale anzuschauen, und wenn du da noch was brauchst, können wir auch Energie hineinlegen. Vielleicht Heilung, vielleicht Frieden, Zufriedenheit, Offenheit, Großzügigkeit, Liebe. Was dir auch einfällt, du kannst da wirklich so Energien, Frequenzen, aber auch Symbole in diese Waagschale legen. Und dann schaust dir noch einmal die gesamte Waage an, wie sich die anfühlt. Also bei mir gleicht sich schon mehr aus, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt wieder die andere Waagschale etwas mehr braucht. Also wende ich mich jetzt noch mal dieser Waagschale zu, mit der wir zuerst gearbeitet haben. Sehr gut. Und da schauen wir mal, was da braucht. Und das noch mal so Loslassen der Vergangenheit darf da reinfließen. Und lösen von altem Kummer und lösen vom Gefühl der Isolation. Das wirkt dann so ein bisschen, als wäre da so diese Waage so ein bisschen eingerostet jetzt. Also, dass die vielleicht nicht ganz rund läuft. Und da geben wir jetzt auch noch einfach mal so ein, wie ein Öl, ein Schmiermittel rein. Befreien einfach mal so diese Waage. Also den Freiraum, die die Waage braucht, um absolut in Balance zu kommen. Du erzeugst den Freiraum, den diese Waage braucht, um absolut in Balance zu kommen. Und für eine gute Balance benötigt die Waage ein schönes Fundament, auf dem sie stehen kann. Ein wundervolles Fundament, auf dem die Waage stehen kann. Und dieses Fundament erlaubst du dir nun auch nochmal der Waage zu geben. Also diese Harmonie, diese Ausgeglichenheit darf sich nun erden. Ich bitte nun darum, dass sich die Harmonie, die Ausgeglichenheit, diese Balance manifestiert und erdet. Dass sich diese Energie, diese Balance manifestiert und erdet. Und diese Harmonie spürst du jetzt, diese Waage bekommt jetzt wirklich ein ganz, ganz tolles, großartiges Fundament. Und das bohrt sich richtig wie Wurzeln in die Erde. Und du kannst wahrnehmen, dass sich dadurch diese ganze Harmonie, die Balance auch mehr und mehr in dir festigt. All das, was in dir an Problemen festhält, an Dramen festhält, an innerem Stress festhält, all das darf sich nun transformieren. All das, was dich nicht in deiner Mitte sein lässt, in deiner Balance sein lässt, darf sich jetzt lösen und transformieren.
Und du spürst nun, wie wirklich Freiraum, Weite immer mehr und mehr zu dir hindurchkommt. Und wie alte Geister, alte Schatten, alte Schemen, die du mit dir herumgetragen hast, abfallen. Nämlich all diese Energien, die dich aus deiner Balance gebracht haben. Und das sind ja so im Äußeren so deine Trigger. Und die fallen da jetzt weg. Und du spürst, dass sich diese Balance, diese Waage erdet. Absoluter Ausgleich, absolute Heilung. Und in dieser Energie, in dieser Zentriertheit spürst du nun, dass du klar und ruhig wirst. Und in dieser Klarheit und Ruhe darf nun Lebensenergie und Heilungsenergie durch dich fließen. Das Leben fließt durch dich und sämtliche Erschöpfungen, sämtliche Müdigkeit verlässt dich und dein System. Atme mal tief ein und wieder aus. Und spür mal, wie wirklich diese Harmonie, diese Balance sich mehr und mehr in dir ausbreitet. Atme mal tief ein und wieder aus. Und spüre nun, dass du diese Waage, diese Balance, diesen Ausgleich verinnerlicht hast. Und dass dein Körper, deine Seele, dein Geist absolut harmonisch sind. Und in dieser Balance, in diesem Ausgleich findest du Klarheit, Frieden und Heilung. Spür jetzt noch mal nach und erlaube dir in deinem Inneren den Satz: Es ist gut, alles ist gut, zu manifestieren. Es ist gut. Alles ist gut. Und jetzt bedanke dich bei der geistigen Welt, bei deinen geistigen Helfern und Führern. Spüre, dass du diese Harmonie geerdet hast und dass du auch die Harmonie, die Balance in deinem Umfeld, in der Umwelt auch spüren kannst. Und dann atmest du tief ein. Und wieder aus und streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine und kommst genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich vollkommen klar und entspannt. Wie ist es dir gegangen? Was hat sich bei dir getan? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und ich freue mich natürlich immer über Inputs, auch für Themen, für Meditationen. Und ja, wie gesagt, dieses Bild der Waage, das kannst du ja wieder weiterführen und immer wieder verwenden und dich da schnell in die Mitte bringen. Einfach mal schauen, wo stehen denn meine Waagschalen? Okay.
Das war's für heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit und vielleicht hast du ja mal Lust, bei einem Workshop in Linz vorbeizuschauen. Also am Sonntag habe ich zum Beispiel einen Workshop Chakra Healing Teil 1 live in Linz. Und ja, und sonst vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal bei einer Sitzung auf Zoom oder auch gerne hier live in Linz. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute und bis nächstes Mal. Tschüss.